Ja Leute, ihr müsst jetzt ganz stark bleiben. Ich weiß, das ist eigentlich auch ein weihnachtliches Review-Geschenk an euch. Nämlich Mowgli fängt ja am 7. Dezember 2018 auf Netflix an. Ja, und leider, was soll ich sagen, ist der nicht gut ausgefallen. Ho, ho, ho. Moin ihr Nerd-Taster, ja, das vierte Türchen ist jetzt hier gerade am Start. Nehme ich einmal Mowgli, die Legende des Dschungels, da bekommt jetzt eine Kritik hier auf Nerd-Taste. Und was ist überhaupt Mowgli? Schauspieler und Regisseur Andy Serkis erzählt in seiner Neuinterpretation des beliebten Meisterwerks von Rudyard Kipling die Geschichte eines legendären Jungen, der zwischen zwei Welten gefangen ist. Mowgli hat nie ganz der wilden Welt des Dschungels oder der zivilisierten Menschenwelt angehört. Um zu entdecken, wer er wirklich ist, muss er den Gefahren beider Welten ins Auge sehen und sich seinem Schicksal stellen. So richtig Gutes kann ich eigentlich über Mowgli gar nicht sagen, weil... das war teilweise eine Stunde wirklich grausam, was da abgeliefert wurde. Wenn man den Meister des Motion Capturing, nämlich Andy Serkis, kennt und weiß, was der eigentlich drauf hat, sei es Rollen wie Gollum oder er war natürlich auch als Lucius Clowe zu sehen in dem MCU-Universum und das ist einfach so, wo man sagt, boah, warum hat er denn sowas hier geschaffen? Ja, aber egal, wir rollen mal eben von vorn auf, warum ich das nicht so gut fand. Erstmal ist es überhaupt kein visuelles, begeistertes Werk. Es ist wirklich schlechtes CGI. Das Motion Capturing, wenn noch die Tiere reden, ist nie überhaupt nicht gut. Das gefiel mir gar nicht. Wenn ich jetzt das Dschungelbuch von 2016 nehme, wo sie sich auch gesagt haben, er lässt sich Zeit, um nicht mit diesem Film zu konkurrieren und macht ein düsteres Epos von diesem Bestseller, von diesem Klassiker Dschungelbuch, macht Mowgli eine Legende des Dschungels und das ging gar nicht. Also ihr müsst vorstellen, also ihr könnt es hier mal kurz sehen, also das CGI ist einfach echt nicht gut für Hollywood-Größen und man weiß es ganz ehrlich, warum überhaupt Warner gesagt hat, sie sind skeptisch, dass sowas ins Kino kommt. Und somit hat sich das ja auch Netflix unter die Nagel gegriffen und hat gesagt, okay, wir möchten das gerne auf Netflix bringen. Ob sie sich da wirklich mit einem Gefallen machen, dass sie mit so einer Ware da rangehen, weil es gab ja schon mal gute Filme, die man schon gezeigt hat auf Netflix, aber es gab auch Filme, wo man sagen musste, so wie Cloverfield Paradox, ob das wirklich so gut ist für das Image für Netflix, weiß ich nicht. Und zudem muss man auch sagen, wenn man das Dschungelbuch kennt von Disney, und das ist ja von 2016, wo man sagen muss, auch die CGI-Effekte waren auch nicht gut und die ganzen visuellen, die visuelle Pracht. Und dieses hier genau das gleich widerspiegelt, sogar noch ein Ticken schlechter ist, ne? Das muss man immer mal reinziehen. Und dann die Storyline sich überhaupt nicht gebessert hat und 1:1 eigentlich fast kopiert war, hätte man doch sagen müssen, okay, diese Stunde ist so langweilig gewesen. Für meiner, also das Drehbuch war überhaupt diese Stunde nicht gut. Es war eigentlich das gleiche aus dem Bestseller nochmal oder aus den originalen Disney-Zeichentrickfilmen nochmal erzählt. Und dann hat man das angedeutet, was Mowgli mit der Menschenwelt zu tun hat. Und das Ende hat dann so ein bisschen noch Fahrt aufgenommen und war noch interessant, aber trotzdem reichte es einfach nicht. Ja, ich will das Ding auch nicht komplett zerreißen und auseinandernehmen, aber das ist leider, wo ich sagen muss, ich habe mir wirklich die Zeit verschenkt. Ich habe den ja im Auto gesehen, nochmal Dankeschön an Netflix für die Bereitstellung dieses kostenlosen Pressenmusters. Aber trotzdem, das ist einfach, wo ich sagen muss, ich hatte hohe Erwartungen, weil es ist ein Klassiker und man hat sowas umgesetzt und wenn man Andy Serkis kennt und den Cast auch noch, der Cast mit Cate Blanchett, mit Christian Bale, mit Benedict Cumberbatch, hallo, was ist denn das? Also ich muss sagen, das hat mich so ein bisschen echt die Lust genommen. Also kann man sagen, mal zum Schluss zu kommen, das Regiedebüt von Andy Serkis und das Drehbuch von der Drehbuchautorin Kelly Close sind voll in die Hosen gegangen. Das ist einfach, da hat auch Warner recht gehabt, das wäre wahrscheinlich ein Debakel gewesen an den Kinokassen. Das Beste, was sie nur machen konnten, ist auf Netflix. Denk mal, dass der auch gepusht und gehypt wird, der Film. So ist es nicht, wenn er am 7. Dezember rauskommt. Aber trotzdem, die ganze Mischung von dieser, ja, sag mal, seichten Story, die zum Ende wirklich so ein bisschen drauf, das kann ich noch mal ein bisschen noch mal immer besser erklären. Einfach so Tarzan trifft auf Mowgli, ne? Das Dschungelbuch trifft auf Tarzan. So kam mir das Ende vor. Die Düsterheit war schon nicht schlecht in diesem Faktor, an diesem Film. Aber trotzdem, das CGI ist Katastrophe. Das Motion Capturing funktioniert nicht. Die Laufzeit von einer Stunde, wo es nur das gleiche wie damals passiert, das ist einfach zu wenig und das Ende kann es einfach nicht mehr rausholen. Deswegen kriegt der Film wirklich katastrophale 4 von 10.
Was denkt ihr denn über Mowgli, Legende des Dschungels, wenn ihr euch den jetzt angesehen habt? Ne? Ab in die Kommentare damit. Oder sagt ihr, nee, ich lasse die Finger davon, ich schenke meine Zeit von 1 Stunde 44 vielleicht anderen Filmen oder Serien. Dann macht das, schreibt das mal in die Kommentare rein. Das war jetzt das vierte Türchen. Heute gab es nichts zu gewinnen, aber halt mal eine richtig coole Review, die ja so gesehen in die Driftigkeit reinging mit schlechten Filmen. Leider einfach. Ne? Es war einfach mal ein Geschenk an euch. Und am 6. Dezember komme ich ja wieder, aber wirklich, das ist ja Nikolaus, da gibt es natürlich was zu gewinnen. Also bleibt am Ball, guckt immer gerne mal rein hier auf Nerdtaste, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, guckt beim Phantomas dabei, der hat ja gestern das fünfte Türchen dabei gehabt. Und ja, Leute, bis dann und ciao und bam.